Abgeordnete. Danke. Carmen Jeitler, Zinselli von der ÖVP, ist als nächstes am Wort. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, ich glaube, alle Maßnahmen, da sind wir uns jetzt einig, sind alle Maßnahmen grundsätzlich anzudenken und wünschenswert, die dazu führen, dass wir diese Riesenherausforderung, eine Generationenherausforderung auch lösen. Wir brauchen in 10 Jahren, die Zahlen variieren jetzt, also knapp 100.000 neue Pflegekräfte. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, wie richtig ist es oder wie falsch ist es, diesen Ansatz zu wählen. Es gibt ein Best-Practice-Beispiel, die Schweiz, nach dem Modell man das umsetzen will. Dort funktioniert es gut. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so, wie es dargestellt wird, Philipp, so, man versucht da jetzt mal was, sondern es gibt ja bereits diese Ansätze. Das, was mir jetzt in der ganzen Diskussion total fehlt, ich habe selber 3 Kinder, die sind 20, 17 und 14 Jahre alt, traut's doch den jungen Leuten ein bisschen mehr zu. Also ihr habt wahnsinnig viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, natürlich in diesen Altersgruppen um mich. Und das sind ganz starke Leute, die teilweise schon ganz genau wissen, was sie wollen, die in einer Selbstermächtigung sind. Das ist ja nicht so, dass ich sage, jeder Fünfte muss das jetzt werden, sondern das sind Menschen, die sich selbst dafür entscheiden und sagen, mich interessiert das, ich möchte mir das anschauen. Und selbst wenn er es dann in ein paar Jahren später nimmer mehr macht, aber er sammelt unglaubliche Erfahrungen für sein Leben. Er hat... Es ist ein krisensicherer Job, das muss man auch sagen. Wir können, es wird durch KI, durch Artificial Intelligence, was alles an Pflegerobotern, was sich hier alles tut, ja, da wird ganz, ganz vieles vereinfacht werden in Zukunft. Und es werden irrsinnig viele Berufe in den nächsten Jahren wegfallen. Ich glaube, was da auf uns zurollt, ist vielen noch überhaupt nicht klar. Und das ist ein Beruf, der Beruf im Kern, den es wahrscheinlich immer in der Form brauchen wird. Warum? Weil wir uns alle für unsere Eltern, für unsere Großeltern wünschen, dass am Schluss bei den letzten Atemzügen, dass in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, dass wenn wirklich ein schwerer Krankheitsfall in der Familie ist, dass jemand da ist. Wir hatten so jemanden, unsere Susanna bei meiner Omi, die ist ein Teil der Familie geworden. Das ist ein Mensch, der einfach wirklich dann Teil wird, der heute noch mit meinen Eltern auf Ausflüge mitfährt, wenn sie wieder hier ist, weil das einfach jemand ist, der eine ganz wesentliche Zeit des Lebens mit dieser Familie begleitet hat. Ich glaube, es ist etwas, wir werten diesen Beruf immer ein bisschen ab und da bin ich jetzt auch voll bei Ihnen. Ich glaube, es braucht eine Aufwertung, auch finanziell. Das muss ein Beruf sein, wo ich sage, von dem kann ich gut leben, da kann ich meine Existenz aufbauen, dann macht es mir vielleicht auch länger Freude. Und es gibt viele junge Menschen und das ist für mich das Allerwesentlichste, die ein unglaubliches Talent dafür haben, in der Kommunikation zu sein, die gerne die Hand eines alten Menschen halten, die gerne den Geschichten lauschen, die man vielleicht teilweise selber sich schon denkt, boah, jetzt höre ich schon wieder das Gleiche, die das gerne tun, die beim Loslassen helfen können, die eine wahnsinnige geistige Reife haben. Sie stellen immer das so hin. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt viele junge Menschen, die haben viel mehr geistige Reife als viele hier in diesem Raum. Ja? Da geht es einfach um eine Einstellung im Leben. Der letzte Vorwurf, und das ist etwas, was ich ganz traurig finde, es geht uns um billige Arbeitskräfte, das finde ich ehrlich gesagt nicht nur vermessen, sondern ganz daneben. Wissen Sie, was Sie damit unterstellen, Frau Heinisch-Hossek, wenn Sie sagen, es wäre so, dann unterstellen Sie jeden Betrieb, der Lehrlinge ausbildet, der macht das nur, um billige Arbeitskräfte zu haben. Das ist ganz einfach, jeder einzelne Betrieb, die Betriebe, die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, bilden Menschen aus, jeder Betrieb bildet Menschen aus, um Kompetenzen weiterzugeben, damit auch das Bestmögliche aus jedem Talent herauskommt. Und das ist eine unglaubliche Aufgabe. Und das finde ich eigentlich komplett daneben, dass das von Ihrer Fraktion kommt, weil damit unterstellen Sie in Wahrheit, ja, dann können wir gleich sagen, dann nehmen wir doch irgendwie die Günstigen der Günstigen, holen wir es aus dem Ausland und die Sache hat sich. Das ist ja wohl kein Ansatz. Ich glaube, in Summe gesehen, es braucht Wertschätzung für diesen Beruf, es ist ein wunderbarer Beruf und wir werden die richtigen Leute finden, die sich dann entscheiden, in diese Lehre zu gehen. Ich glaube, es wird von Erfolg gekrönt sein. Wir werden sehen, in ein paar Jahren werden wir dann sehen, wie viele wir haben. Dankeschön. Ja, das Team von ORF3 begrüßt Sie bei dieser Parlamentsübertragung der zweiten dieser Woche. Wir sind beim Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie beim Tagesordnungspunkt 4. Die Pflegelehre soll eingeführt werden bzw. wird eingeführt und im Wirtschaftsausschuss wurde das ja mit den Stimmen aller Parteien, ausgenommen SPÖ und Grünen, beschlossen, also mit den Stimmen ÖVP, FPÖ und Grünen. Die SPÖ ist deswegen dagegen, weil sie glaubt, der Engpass könne so nicht gelöst werden.